Halleluja! Allerliebste Grüße aus Simmersbach. Ich bin gerade beim Dresen-Projekt, wo wunderbare Menschen sich versammelt haben, unter der Leitung von Fabian Lösslein und seiner lieben Frau Gabi. Und die haben große Pläne. Und zwar wird eine Erweckungshalle gebaut. Die Pläne bestehen schon. Und Fabian wird euch auch das Bild hier einblenden. Für 300, 400, 500 Leute. Sie glauben nämlich stark an eine Erweckung in Deutschland. Und ich glaube, dass Gott zurzeit uns wach küssen und wenn man nicht auf die Küsse reagiert, noch wach klopfen wird für Erweckung. Denn es geht einzig und allein um die Frage für jeden von uns, wo verbringe ich die Ewigkeit? Und der Herr sagt uns ja, dass wir uns aufmachen sollen und zu Jüngern machen sollen. Alle Nationen, nicht alle Konfessionen, die haben wir zu Kirchenmitgliedern gemacht. Aber wir sollen Jünger machen. Und Jünger sollen so werden wie Jesus selbst. Und da ist dieses Dresden-Projekt sehr, sehr gehorsam. Und das, nämlich in Matthäus 28, ich glaube in Vers 18 heißt es, macht euch auf und macht zu Jüngern alle Nationen. Und da sind, das ist eine ganz wunderbare Gruppierung von jungen Menschen, die diesen Ruf gehört haben. Und die gehen auch hinaus und machen Jüngerschaftstraining und sprechen die Leute an und evangelisieren 1:1, aber auch in größeren Gruppierungen. Und so bin ich sehr dankbar für diese lebendige Zelle in Deutschland, die so großen Glauben hat an eine Erweckung. Vielleicht muss noch etwas mehr Druck kommen, dass die Menschen erkennen, der Wohlstand ist nicht das Ziel unseres Lebens, sondern die ewige Herrlichkeit. Dass wir dort hier das Leben auf dieser Welt ist nur ein Puffer, verglichen zu der Ewigkeit, die ewig, 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 ewig dauert. Und da, ihr Lieben, ist es eben so wichtig, dass wir hier, dass diese Erweckungshalle entsteht. Die entsteht natürlich nicht alleine, sondern durch die Mithilfe vieler gläubiger Menschen, die noch auf ihrem Konto noch etwas liegen haben. Und so bitte ich euch, werdet großzügig. Meine Mutter hat mich erzogen, zu geben, bis es weh tut. Und jetzt mal, wenn es bei mir weh tut, zu geben, dann weiß ich, jetzt bin ich auf der richtigen Spur. So rufe ich viele auf. Fangt an, dieses Projekt zu unterstützen. Es braucht Finanzen, diesen Bau zu bauen. Das Land ist schon vorhanden. Und ich weiß, dass jeder von euch eine ganz große Vergütung von Gott bekommt. Denn Gott lässt sich nicht schenken. Was wir geben, das lässt er 30, 60, 100-fache Vergütung. Und ich garantiere euch, Gott sehnt sich danach, möglichst viele Menschen in Deutschland noch in ein Leben der Abhängigkeit von Gott zu bringen, in ein Leben des Vertrauens an das vollendete Werk Jesu Christi am Kreuz zu bringen. Denn das ist der einzige Weg. Jesus hat für uns bezahlt. Wisst ihr, Gott will uns herausholen aus dem Religiösen, wo wir tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Da kommen wir nur heraus als selbstgerechte Pharisäer, sondern er will uns hineinholen in eine Liebesbeziehung mit ihm, in den Baum des Lebens, wo es nur um Hören auf Gott geht und tun, was er sagt. So bitte ich dich, höre auf Gott und tu, was er dir sagt. Wenn er dir sagt, du sollst diese wunderbare Vision unterstützen, dann bitte tu es. Und du wirst sehen, der Segen wird fließen, dass du schockiert bist. Ich kann euch nur garantieren, wir dienen einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Und ich weiß, dass er mich gelehrt hat, zu geben, bis es weh tut. Und dann kommt eine Ernte, die dich schockiert vor Freude. Also, ich setze euch frei, herzhafte, freudige, großzügige Geber zu werden für den Bau der Erweckungshalle in Simmersbach. Halleluja! Und ich bin schon gespannt auf die guten Zeugnisse, die dann laut werden, wie Gott dich gesegnet hat. Shalom, shalom. Hallo, hier ist Fabian Lösslein vom Dresden-Projekt. Ich grüße euch ganz herzlich.
Ich möchte mich bedanken bei meiner Freundin Maria Brehan, die einfach uns ja auch schon ein bisschen vorgestellt hat. Und ich möchte auch noch mal ein bisschen sagen, wer wir sind, dass wir einfach wisst, in was ihr da rein investiert. Also wir sind eine Jüngerschaftsschule, eine Schule für Evangelisation. Und wir gehen regelmäßig auf die Straße raus. Wir jüngern jeden Tag in verschiedene Wohnungen Leute einfach, genau, die dann näher zu Jesus rankommen. Und das Coole daran ist, wir erleben wirklich, wie Evangelisation in Jüngerschaft geht. Und das ist einfach so schön. Ich möchte euch einfach ein Beispiel erzählen von Stella. Wir haben sie getauft, wir haben sie kennengelernt, wir haben sie zu Jesus geführt. Und mittlerweile ist sie selber auf der Straße und erzählt wieder anderen Leuten von Jesus. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass wir in dieser Arbeit, wo wir sind, Multiplikation erleben. Wir haben mittlerweile 15 Hausgemeinden gestartet und Gott ist da einfach voll drin. Und wir merken einfach auch für unsere großen Konferenzen, wo 400 bis 500 Leute kommen, brauchen wir einfach eine große Halle. Wir glauben für Erweckung für Deutschland. Und genau deswegen soll diese Erweckungshalle entstehen. Und das ist gleich an unserem Grundstück nebendran. Wir haben eben vor 7 Jahren ein altes Wirtshaus im Glauben gekauft und Gott hat zu uns gesagt, wir sollen eine Jüngerschaftsschule machen, einen 24/7 Gebetsraum und eine Cafeteria, wo Leute Jesus kennenlernen und eben auch eine Schule für Evangelisation, wo Leute ausgerüstet werden, die beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Und wir erleben Evangelisation, also in jedem Kontext von 1:1 Evangelisation, von Groß-Evangelisation, wo wir schon hunderte von tausende Menschen gesehen haben, die zum Glauben gekommen sind. Und das ist das, was mich berührt. Mich berührt, dass sowohl die einzelnen Leute transformiert werden, ihr Leben komplett Jesus hingeben und dass aber auch die großen Mengen wirklich zu Jesus kommen. Und genau deswegen brauchen wir diese Erweckungshalle und deswegen investiert in das Reich Gottes. Ich freue mich darüber. Liebe Grüße aus dem Dresden-Projekt, der Fabian. Gottes Segen.